China-Schrott? Finden wir es bei dieser Luftmatratze doch einfach zusammen raus. Wenn dich das interessiert, dann bleib doch dran. Mein Name ist Alvo, ich bin gerade in Wahl unterwegs. Schön, dass du eingeschaltet hast bei diesem Video. Das hier ist eine Isomatte von Overmont. Da habe ich letztens schon mal einen Tarp ausprobiert. Schau da gerne mal in die Videobeschreibung bzw. allgemein auf meinem Kanal rum. Da findest du weitere Videos dazu. Und heute wollen wir uns mal angucken, ob diese Luftmatratze was Vernünftiges ist. Alle Links zum Produkt und zu weiteren Empfehlungen von mir, wenn dieses nicht vernünftig ist, findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Einfach mal reingucken. Als erstes kommt in so einem schönen blauen Packsack. Ich mag das Blau, ist ein kleines Ripstop-Gewebe. Ja? Ist relativ praktisch und kommt hier mit so einer kleinen Schnalle daher. Wir kennen das von so Rollverschlüssen. Das heißt, der Beutel an sich ist deutlich größer, also hat ein größeres Platzangebot, als die Isomatte an sich einnimmt. Das ist immer sehr gut, weil man bekommt Sachen nie so richtig so wieder rein, wie sie rausgekommen sind im Endeffekt. Hervorkommt dieses kleine Package, das hier nochmal mit einem Extraband gesichert ist. Einfach mal weg damit, braucht keine Sau. Und dann können wir hier die ganze Isomatte aufklappen. Riecht ein bisschen wie Schwimmbadzeugs, wird tatsächlich auch damit beworben, dass man sowohl fürs Camping zum drauf schlafen benutzen, als auch einfach als Poolmatratze zum drauf schwimmen benutzen kann. Eine Sache, die ich nicht testen kann und wahrscheinlich auch niemals testen werde. Ich wollte es euch nur gesagt haben, dass es mit angegeben wird. Die Luftmatratze ist 60 cm breit, 190 cm lang und 10 cm dick bzw. hoch. Wiegt dabei 1,2 Kilo und hat 36 x 15 cm Packmaß, falls man so gut ist und es wieder auf die Originalmaße zusammengepackt bekommt. Im Preis befinden wir uns bei um die 30 Euro und es wurde ein 80D Nylon außen verwendet, was durchaus, ja, ich muss sagen, robust wirkt. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ich habe eine ähnliche Matte, die ein bisschen dünner einfach im Material ist, die mittlerweile auch so halb aufgegeben hat. Ich muss da mal gucken, ob ich die reparieren kann. Es ist ein Reparaturkit beigelegt. Es gibt sie in zwei Farben und bla bla bla, typisches Rumgelaber von Marketingleuten. Schauen wir uns das Ganze doch einfach mal wirklich in der Praxis an. Was ist damit los? Wir sehen hier ein relativ schlichtes Muster von zwei Farben, grau, blau. Und hier oben ein Einlassventil. Da ist nämlich eine Pumpe mit verbaut. Manche kennen das von euch mittlerweile. Da kann man hier immer wieder so aufpumpen und muss sozusagen keine Pumpe mitliefern. Das kann man von Hand machen oder von Fuß. Auf der anderen Seite haben wir ein Auslassventil oder man könnte es natürlich auch als einfaches, normales Ventil benutzen, wenn man trotzdem mit einer Luftpumpe aufpumpen möchte. Ich lege dann mal los. So, so sieht die Matratze aufgepumpt aus. Ordentlich dick, ordentlich schwer. Das grundlegende Prinzip des Pumpens ist auf jeden Fall super geeignet für Leute, die einen Erste-Hilfe-Kurs machen möchten. Also Herzrhythmusmassage kann man damit wunderbar trainieren. Den Rest habe ich irgendwie mit dem Mund aufgepumpt, weil es mir langsam zu blöd wurde. Ich habe, wie gesagt, schon eine solcher Matten und sie haben ihre gewisse Daseinsberechtigung. Ich muss aber sagen, dass ich fürs reine Campen und Festival ähnliche Aktivitäten, also für eher so stationär, weil die wiegt ungefähr genauso viel wie meine selbstaufblasende Isomatte, finde ich die selbstaufblasenden einfach besser, weil sie noch besser isolieren und man halt nicht sich da so einen Wolf pumpen muss, ne? Das ist zwar auch ein bisschen Geschmackssache, aber im Endeffekt selbst aufblasen finde ich da ein bisschen angenehmer. Wir sehen jetzt hier bei der Isomatte, dass sie natürlich nochmal verschiedene kleine Kammern hat, die mit Nähten bzw. getaped worden sind. Man sieht das hier, das ist relativ gut gemacht. Also qualitativ kann ich da überhaupt nicht meckern. Es ist auch gut vernäht worden bzw. verklebt worden. Ich glaube, genäht wurde hier gar nichts. Das ist alles verklebt und dann abgeschnitten im Prinzip. Tja, qualitativ und im Preis-Leistungs-Verhältnis kann ich absolut nichts gegen die Matratze sagen. Also dafür ist sie absolut in Ordnung, wenn man so eine Luftmatratze haben möchte, statt einer selbstaufblasenden Matte. Zum Beispiel auch wegen dem Packmaß, weil die hier hat ja ein deutlich geringeres Packmaß als eine selbstaufblasende Isomatte. Ich selbst bin, wie gesagt, der selbstaufblasende Isomatten-Fan mittlerweile geworden. Egal, Packmaß kannst du ja außen dran machen an den Rucksack. Aber insgesamt kann ich sagen, die Matratze ist absolut in Ordnung und auch top bequem.
Schreib mir doch gerne mal unten in die Kommentare deine Meinung zu den verschiedenen Arten von Isomatten bzw. Luftmatratzen. Findest du so eine Luftmatratze besser als eine selbstaufblasende? Lass mich da gerne mal an deinem Wissen teilhaben. Ansonsten hoffe ich, das Video hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos. Einfach mal durchklicken, da gibt es noch weitere Ausrüstungen zu sehen. Unten in der Videobeschreibung findest du alle Informationen, die du brauchst für nur irgendwas. Ansonsten stell einfach eine Frage in den Kommentaren, ich antworte dann darauf. Ansonsten sage ich bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.